So, der nächste Tipp dreht sich um die Versorgung der Mitarbeiter auf der Baustelle. Die ist ganz wichtig. Ihr macht euer Haus mindestens 10% besser, wenn ihr euch gut um die Jungs kümmert, die da arbeiten. Man muss die ja nicht verwöhnen und irgendwie ein großes Buffet aufbauen. Aber im Sommer ein bisschen Wasser oder mal im Winter eine Kanne Kaffee vorbeibringen, das bewirkt wirklich Wunder. Also dann sind die Jungs richtig motiviert und setzen vielleicht auch mal kostenlos eine Steckdose, ohne dass gleich dann eine Rechnung von der Hausbaufirma kommt. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.